Was up, Leute? Willkommen zu meinem Teambuilding für den ersten Spieltag in der KDL. Und schon mal im Vorweg, ich nehme das Ganze hier auf vor meiner Kadervorstellung, bevor ich die aufnehme. Also, wollte ich schon gesagt haben, vielleicht werde ich irgendwelche Sachen doppelt sagen, die ich in der Kadervorstellung nochmal sagen werde. Auf jeden Fall kommt die dann danach. Das ist jetzt gerade quasi mein erstes Video, was ich seit dem ODT-Playoff-Spiel aufnehme. Also, willkommen zurück schon mal, so wahrscheinlich zum zweiten Mal, weil ich wahrscheinlich in der Teamanalyse auch mal drüber reden werde. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht, weil ich ein bisschen Stress hatte und jetzt nichts Dramatisches, aber mir hat die Motivation gefehlt, irgendwie groß irgendwas anzufangen. Das Einzige, was ich in der Zeit hochgeladen habe, war meine NPBL-Bewerbung, die aber nicht durchgegangen ist. Ja, scheiße gelaufen, passt schon. So, jetzt sind wir also wieder in einer anderen Draft-Liga am Start. Das erste Mal hier auf dem Channel, die KDL. Und schon mal im Vorhinein, dickes Dankeschön, dicke Props an Rudelrocker für dieses gottgleiche, an Bring Me The Horizon angelehnte Logo. This is Serp Eternal, ist unser Team für die KDL. Ja, und ich mache gerade quasi Kaderforschung, wo es ein Teambuilding ist. Also, scheiße. Wir spielen gegen Sunshining Venusaur vom guten Fuchse. Und ja, würde ich mal sagen, wir schauen uns mal seinen Kader an, den er da hat. So, was ihr wahrscheinlich schon in die Kaderforschung dann wisst. Das ist gerade blöd, wenn ich quasi nicht weiß, inwiefern ich schon vorgegriffen habe. Wir haben hier Ubersliga. Seht ihr unten, ich habe Ivelta, er hat Mewtwo. So, wir gehen weiter. Er hat sich als pures Meme, zumindest. Ich erinnere mich nicht ganz daran, wie das im Draft war. Aber ich glaube, es war jetzt aus reinem Meme Gigamauzi. Das gute Gigamauzi. Ja, den hat er sich geholt. Dann sehen wir da ein Mewtwo im Uber. Wir sehen ein Heatran. Wir sehen ein Kabutoro. Wir sehen ein Uhafnir. Wir sehen ein Hydreigon. Wir sehen ein Fikiamo. Wir sehen ein Muruda. Wir sehen ein Rotom Wash. Wir sehen ein Nidoking, wir sehen ein Cobalion und wir sehen ein Tohaido. Und ich will mal von oben nach unten durchgehen. Wir haben da Mewtwo. Und Mewtwo ist natürlich schon mal, logischerweise, weil es das Uber ist, eine der größten Gefahren in seinem Kader. Denn Mewtwo hat Power. Das Ding hat eine 130er Speedbase, also ist schon mal schneller als alles in unserem Team, außer X-Bad, der ist gleich schnell. Das ist schon mal schwierig, weil X-Bad für den Ding 5 an die Wand geklopft. Heißt, sie werden vermutlich in fast jedem Matchup langsamer sein als Mewtwo. Können wir schon mal davon ausgehen. Außer das Scarf und irgendwas oder halt der Sucker Punch von Ibeltal oder diverse andere Sachen. Zusätzlich hat er natürlich gedacht, dass es eben quasi Mew ist, einen riesigen Movepool. Der ist in alle Richtungen variabel. Man kann schon mal froh sein, dass er schon mal nicht physisch ist. Hofft mal, dass er nicht physisch sein kann. Ich hatte den Fist-Attack-Wert nicht im Kopf. Ich glaube, tatsächlich bei 140 oder sowas. Ich weiß, dass es mehr Mewtwo X gab, das halt physisch war. Mega Mewtwo Y war ja speziell, das war ein Psychokampf und normales Psycho. Und ja. Der ist nur Psycho und glaube ich, full special. Ich weiß gerade legit nicht, ob der plotten kann. Ich glaube auch schon, dass der Ordinance plotten kann. Der kann natürlich auch sowas wie Call My Agility, whatever. Der hat einen riesigen Movepool, kann sich setupen, kann supporten, der kann alles. Auch wenn ich mir natürlich als Supporter spielen würde, weil der hat andere Qualitäten, die er besser ausleben kann, sag es mal so. Ja. Dann eben Giamauzi. Ich würde nicht zu viel über Giamauzi verlieren, weil der seinen wahren Purpose einfach nur im Playthrough hat, weil er eben seine G-Max-List ist quasi ein Giga-Zahltag. Also der droppt halt Money auf den Boden und dann, hey, wir haben Geld. Mehr ist es ja nicht. Movepool ist auch nicht der größte. Ich habe jetzt voraussichtlich keine Angst vor dem Ding. Es könnte natürlich alles anders kommen und ich wäre von dem Ding 50-fach an die Wand geklatscht, weil das Ding plötzlich irgendwie der heftigste Mutter-Pieps, ich fluche eh oft genug, der heftigste Mutter-Ficker im Spiel ist. Glaube ich auch schon zu meinen, ich weiß, das Ding irgendwie 60 Attack hat, 50 Spätz-Attack und ja,
und Techniker und das bringt der G-Max eh nichts. Also Mauzi auch eher weniger. Heatran, unser Bro aus der letzten UET-Season mit seinen 17 Kills, hat er gut gemacht. Ja, wir sehen hier in einem Duo mit Caputoro, was schon mal heißt, wir können ihn schon mal nicht mit Ground Attack, also zumindest mit EQs nicht sonderlich krass hitten. Ja, deswegen muss man natürlich andere Wege finden, da außen rum zu kommen. Wir haben zwei Wall-Types, wir haben einen Ground, wir haben hier ein bisschen Möglichkeiten, dagegen anzuarbeiten. Problematisch wird es halt, wenn der irgendwelche Magma-Storm-Sachen macht. Oder natürlich könnte der auch irgendwie Specs Eruption sein und das Eruption böllert, wissen wir auch seit meiner OET-Season. ja, zusätzlich eben großer Movepool, der kann rocken, der kann auch natürlich ein Iron Defense Body Press Set spielen. Macht man normalerweise nicht, aber kann er halt auch. Also der ist sehr variabel, der gute Mann, und da muss man eben schauen, was da so mitkommt. Ich hab logischerweise Respekt auch vor diesem Mann. Toro, dann eben dieses Duo mit Heatran zusammen. Es wäre cool, wenn er sie dahin gedraft hätte. Oder Pike wäre der Pike wäre geil mit den beiden zusammen. Hättest du wirklich diesen Firewater Grass Core und den Fantasy Core quasi in drei Mons zusammen. Das wäre ultra nice. Warum hast du es nicht gemacht, Fuchs? Warum? Warum machst du nicht sowas? Warum machst du diese? Toro, auch ein Böllermann. Der hat irgendwie auch so einen 130 Attack, der hat einen Woodhammer. Und in ihn reinzukommen ist ja wieder schwierig. Deswegen muss man natürlich da auch schauen, wie das funktioniert. Zusätzlich eben auch die Coverage mit Things like Stone Edge, Kraftkoloss, Vielender hat er auch, Zen-Kopfstoß. In alle Richtungen ist der variabel und ja, das muss man eben auch handeln können. Was ich dann hoffentlich auch gehandelt bekomme. Sonst eben das Grasfeld, was seinem Team auch gut hilft. Er hat ja auch einen Moruda, was dem das gut gefällt. Eben sein Heatran, dem gefällt es gut. Er kann durch ein Grassy Seed von seinem Hütergel drücken. Theoretisch kann er auch Fitiamo Action machen. Wobei ich Fitiamo jetzt nicht die Riesenangst habe, weil ich Ivelta habe. Und Ivelta, ich glaube, der wächst das Ding mit einem Sucker auch auf plus 5 Fiste noch an die Wand. Deswegen da jetzt nicht so die größten Sorgen. Kann trotzdem sein, dass der irgendwie groß Action macht mit Stored Power Shenanigans und sowas. Aber ich erwarte mal nicht, dass es zu gefährlich wird gegen ein Ivelta-Teil. Jo, dann haben wir da Moruda. Moruda ist ein Spinner, hat auch 132, 133, 131, irgendwie sowas im Dreh, Fizz Attack. Also der ist brutal. Der böllert auch massiv in der physischen Offensive, ist natürlich aber normalerweise eher defensiv ausgelegt, weil er eben spinnen soll. Der kann auch Synthese und sowas, der kann Anchor shotten, also auch trappen. Was allgemein so ein Problem ist bei seinem Team, der kann das relativ gut. Und ich habe die Badrigo-typische Full-Momentum-Sachen, nenne ich dabei. Ich habe, glaube ich, in dem Kader irgendwie 4-5 Sachen im Momentum. Das ist mir noch ein bisschen zu wenig. Ich brauche eigentlich schon so 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mons. Mit Momentum normalerweise. Nee, so krass ist es ja normalerweise nicht, aber ja. Vor allem gegen so Trapping-Sache ist es immer ein bisschen schwierig. Da ist immer natürlich besser, mehr dabei zu haben als zu wenig. Ja, ansonsten eben Grass Ghost, der kommt auch in Normal Moves rein. Ich glaube nicht mal Normal. Habe ich einen Normal Type? Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Fighting Type. Da kommt man natürlich auch rein. So. Rotom Wash. Tatsächlich das zweite Mon, was wir auch in der letzten UET-Season hatten. Und der ist halt wirklich so reliable, der Mann. Ich liebe den so sehr im Draft, weil der wirklich. Marzi gesehen, ich habe ihn letztens jede Woche mit dem gleichen Set mitgenommen, hat immer funktioniert. Es war einfach schön, weil Rotom einfach immer funktioniert. Der macht seinen, wenn man weiß, was er für einen Job machen soll, macht er den auch perfekt. Der holt Momentum, der burnt, der talks, der defog, der kann Gegner runterchippen, der kann mal was tanken, der kann für Momentum sorgen, kann Schwung reinbringen ins Spiel. Der ist einfach toll. Ich mag den sehr gerne.
Kann auch Hydro-Spam, der Mann. Kann auch Hydro-Spam. Kann auch tricken, wenn es sein muss. Aber soll er eigentlich nicht. Ja. Nidoking. Ich habe Angst vor Nidoking. Weil Nidoking, wie wir alle wissen, auch unfassbar Druck macht. Und, ja, der macht unfassbar Druck, mehr ist es nicht. Der kommt auch auf tatsächlich ein paar Sachen in meinem Kader rein, also so auf, wenn ich da mit Silembrim oder mit Klefki oder mit Monte Carlo oder sowas drin wäre, auch mit Chimsticks oder sowas, kommt Nidoking halt rein und sagt, jo, ich Sludge Wave oder also ich Earth Power dich jetzt mal an die Wand und du kannst nichts dagegen tun. Man kann auch nichts dagegen tun. ja. Eben auch riesige Coverage, eben bei Gen-1-Mons. Gen-1-Mons können wirklich alles. Also da kannst du, da kann auch ein Rizoros Surfer. Da kann Ratikani sogar auch Surfer. Also es ist komplett lächerlich, was da abgeht. Nochmal Ratikal. Ratikal kann auch irgendwie Eisstrahl und sowas. Die Lapras kann Donnerblitz. Das ist komplett komisch, was die alle in der ersten Gen können. So Tau, die ganzen Monster-Eye-Gruppen-Monster, so Nidoking, Rizoros, Tauros, die effektiv alles können, was in der ersten Gen als TM existiert. Es ist komplett wild. Ja, also Nidoking auch ein Mon mit großer Coverage, der sehr gefährlich werden kann und wehtut. Dann haben wir Koba. Und mit Koba hatte ich einen meiner schönsten Competitive Momente des vergangenen Jahres. Wer sich daran erinnert, der Flinch gegen Yamari in der MPBL Single Season, in Season 5. Als mein Scarfed Cobra seinen Bandit Katapultra im vorletzten Turn noch weggeflincht hat, auf 2 KP oder was Cobra noch hatte und damit das Game gewonnen hat. Cobra ist ein guter. Ja, allgemein auch starkes Utility-Mon, bringt Speed mit, bringt auch Setup mit. Bringt auch immer einen Voltwechsel mit, was mir tatsächlich ja auch gut gefallen würde, wenn ich ihn hätte. Bringt Rocks mit, bringt auch Support mit, kann auch mal ein bisschen eklig werden mit T-Waves, mit Toxic, whatever. Kann natürlich auch Core-Mind-Setups fahren, soweit ich weiß. Der ist natürlich auch eine Gefahr, auf die man achten muss. Natürlich ist es schöner, wenn der irgendwie ein passiveres Set fährt oder nur ein Rock-Set plus 3 Attacks oder sowas. Weil ich eigentlich keinen Bock habe, hier irgendwie gegen Setup auffahren zu müssen von dem. Ich habe meine Möglichkeiten dagegen, ich habe die auch dabei. Aber es ist mir natürlich lieber, wenn ich die nicht benutzen muss, anstatt dass ich sie nutzen muss, nachdem ich sie eingeplant habe. Es ist immer schöner, vorgesorgt zu haben und es trifft nicht an, als dann irgendwie es trifft doch ein und man muss Angst haben, dass alles irgendwie in die Brüche geht. So, und sein letztes Mon, das ist das gute Sharpedo, Tohaido. Ich finde es lustig, dass man den mal gedraftet hat, weil ich ihn noch nie irgendwo gesehen habe, glaube ich. Oder ich habe den mal gesehen und die haben mich nicht mitgenommen. Aber der hat halt irgendwie seine 80 Attack, glaube ich. 90 Attack, 100 Attack, irgendwie so aus dem Dreh. Und dann den Speed Boost. Was ich immer auch nicht an raiden darf, dass das Ding halt wirklich mal passiv auch auf plus 6 gehen kann. Und dann schon, dass jetzt alles existiert. Zusätzlich auch eine ordentliche Coverage hat, man hat eine Liquidation, man hat die ganzen Zahnattacken, der Crunch, Eiszahn, Psychic Fangs, sowas halt, EQ, Close Comment kann der mittlerweile, glaube ich, auch. Alles kann Close Comment mittlerweile. Das ist genauso wie in Gen 1 alle Mons Thrower, Beam und Bolt konnten, jetzt können halt alle Mons Nahkampf. Außer natürlich sowas wie Nidoking, der kann es nicht. Aber sonst kann alles Nahkampf. Alles kann Nahkampf. Das ist eine schön zu merken für die Zukunft. Alles kann Nahkampf. Alles, was euch jemals begegnet, auf der Straße, whatever. Alles kann Nahkampf. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu den Sets. So, also wie ihr vielleicht schon merkt, ich habe ein bisschen meine Team-Graphics ein bisschen geupdatet. Meine Team-Building-Graphics. Ich hoffe, es gefällt. Falls nicht, sorry. Falls ihr das alte haben wollt, sorry. Es bleibt euch zwar erstmal so, außer natürlich, mir fällt noch irgendwas Besseres ein. Jo, wir fangen an mit natürlich
ich muss Ibelta mitnehmen. Der ist so geil in dem Matchup. Also, schaue ich mein Team an und sagt mir, was geil in den Knock reinkommt. Außer natürlich Koba. Außer Koba kommt nichts geil in den Knock rein. Weil, wenn da irgendwas in den Knock reinkommt, ist entweder tot oder hat zum Beispiel einen Scarf oder was nicht mehr, dann kann ich das Unheil mit einem Unheilschwing rausnehmen. Zum Beispiel Toro. Toro wird vielleicht gern reinkommen und danach irgendwie eine Stonehenge drücken oder sowas, wenn er Scarf ist. Aber er kommt auf den Knock rein und verliert seinen Scarf. Dann kommt ein Unheilschwing und man denkt sich so: Ach, Toro. Du bist tot, glaube ich. Ja, also wenn ich auf den Knockoff kommt hier so wenig rein, außer eben, wie gesagt, sein Koba. Sein Koba wird auch wahrscheinlich als Iveltal switchen irgendwie dabei sein. Jetzt muss ich kurz mal gucken, kann Iveltal Heatwave? Ich kann Heatwave und Focus Blast, also da muss er aufpassen. Habe ich jetzt nicht dabei, aber er kann's. So, wenn ihr immer wieder ein bisschen Mausgeklick gehört und ich, mein Mikro steht effektiv 20 cm von meiner Maus entfernt. Es tut mir leid, wenn man da was hört, aber ich kann es nicht vermeiden. Ja, also finde es auch abstrakt, tiefstark, unheilschwing. Ich musste nicht arg viel mehr spielen. Ich könnte natürlich eine Heatwave stattdessen spielen. Das Ding ist aber, es ist mir tatsächlich relativ egal, wenn Koba da irgendwie einen Boost abbekommt. Eben weil ich die Möglichkeit in dem Team habe, da mit umzugehen. Ich habe da, ich habe meine Sachen dabei, die einen Koba auf plus 1 mal handeln können. Vor allem, weil der eben, er muss ja vor allem auf Iveltal vorbereitet sein. Und wenn er einen Focus Blast und eine Heatwave tankt, braucht er entweder eine Antibeere oder er braucht halt irgendwie Spätzle Investment und deswegen wird er vermutlich, also er kann natürlich auch sein, dass er jetzt sich denkt, fuck it, ich nehme das Ding einfach Scarf mit. Dann ist er auch mit plus 1 ein bisschen schwierig. Könnt auch da ein bisschen game-changing sein am Ende, wenn er da irgendwie auf plus 1, wobei kann ich auf plus 1 gehen, weil ich dann eh den Scarf wegknock. Ja, lass mal's. Also wenn er auf plus 1 ist, es kann natürlich Probleme geben, den zu handeln, aber ich kann den eigentlich handeln. Jo. Die AV habe ich dann, weil ich nicht wusste, weil ich sonst drauf prügeln soll und dann kommt er auch noch besser auf sowas wie Uhafnir, wie auf sowas wie, da sehe ich auch Mewtwo kann den mit Life Orb, wenn ich es richtig im Kopf habe, nur über Roll two-shotten. Ich glaube, es ist eine 50-50, dass er mich two-shotten kann mit Ice Beam, Life Orb. Da war mir dann Attack Investment wichtiger als die, als irgendwie KP Investment, weil ich habe ja eh hier Sucker und sowas. Und wenn wir jetzt mal ein wichtiges Matchup will ich haben, Iveltal Mewtwo voll, der droppt eh durch den Abschlag. Also da muss man sich jetzt nicht die größten Sorgen machen. Iveltal, der macht es. Der ist ein guter. Und wenn ich schon sowas im Vorhinein sage, dann wird der in der ersten Runde droppen. Das ist doch eh klar. Der wird in der ersten Runde droppen und sonst passiert im ganzen Game nichts. Also, ja. Next one. Wir haben Knackrack dabei. Ich hatte eine lange Überlegung, ob ich den scarfen soll oder ein anderes Mal, was nachher kommt. Schlussendlich war mir dann die Variabilität von Knackrack lieber als die vom anderen Mon, deswegen haben wir Knackrack mit dem Expertengurt. Ja, was macht er mit dem Expertengurt hier? Reinkommen, Schaden machen und ja, und Spaß haben. Also, da sind zwei, drei Mons, die er vielleicht nicht so mag. Das sind halt Rotom, Uhafnir und Mewtwo. Dem Rest macht er halt Aua. Also, also ich gehe natürlich jetzt nicht von Scarfs aus auf den verschiedenen Mons. Gehe ich im Vorhinein eigentlich nie. Mal schauen. Okay, ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe kurz hier auch High Horse Power spielen können, aber kann er gar nicht. So ein Topkick, dieses Knackrack. Wir haben mit EQ drin, glaube ich, Feuersturm, Gift-Hieb. Ich treffe hier alles verdammt gut. Ich kann hier Sachen theoretisch auch one-shotten, wenn es irgendwie mal sein muss. Mit Feuersturm kann ich auch einen Toro mal im... Also, ich habe ja einen Gift-Hieb für Toro. Ich glaube, schon wieder scheiße. Der Feuersturm dann eben für Muruda, für Kobayon, wenn es mal Feld liegt, dann eben EQ für Toro, für Heatwave,
für Nido King, gerade für Demons. Ich habe jetzt nichts für sein Rotom hier drauf, weil der auch nichts gegen Rotom kann. Der mag aber auch keine Drachenklaue abbekommen, wenn er mal angechippt ist. Deswegen würde ich sagen, man bleibt bei dem Set hier. Das finde ich, gefällt mir relativ gut im Endeffekt und ja, der kann gut Arbeit machen. Und dann kommen wir zu Lasho King und ja, das ist halt ein Lasho King Set. Ja, man wöhnt sich vielleicht über die Shedshell jetzt. Die Shedshell, die Wechselhülle, spielen wir wegen Heatun. Weil es kann zu dem Fall kommen, dass wir auf Heatun rein switchen müssen. Dann kann Heatun unter Umständen Magma Storm drücken. Ja. Dann denkt man sich so, okay, wenn du mich jetzt hier trappen willst, teleporte ich hier raus. Kann man aber nicht, weil dann kommt ein Taunt und man ist getrappt mit seinem Lasho King. Dann kommt hier irgendwie Toxic, man kriegt weiter irgendwie den Damage und dann habe ich keinen Recover dabei, den ich mir im Endeffekt hier nicht, auf dem Set nicht leisten kann. Leider, als Lack of Wars in dem Fall, was ich mir nicht leisten kann und will auf diesem Set. Ja, deswegen nehme ich die Wechselhülle mit und es fehlt vielleicht ein bisschen die Leftovers Recovery. Aber dafür kann ich eben nicht getrappt werden. Heißt, ich kann, wenn ich mal ganz todesmutig bin, auch mal auf einen Anchor-Shot von Muruda kommen. Und da einfach direkt wieder rauswechseln, weil der mich eh nicht trappen kann. Die Wassereisstrahl, ich treffe mit Rotom zwar nicht, dafür habe ich aber das Toxic. Sonst, und Tohaido sehe ich eher weniger in dem Matchup, weil ich Gyarados habe. Also ich habe es jetzt nicht dabei, kann ich schon mal sagen. Aber was macht Tohaido gegen Gyarados? Gyarados war dann im Team drin, der ist dann später für den Scarfer, für den jetzigen Scarfer rausgeflogen. Ja, also ich sehe Lasho King hier sehr gut dabei und er kann definitiv auch sicher seine Arbeit machen. Und wir gehen weiter zu X-Bad. Ja, und was X-Bad hier macht, ist in Toho reinkommen. Vielleicht auch mal in Koba reinkommen, wenn es mal unbedingt sein muss. Mal in Muruda reinkommen, wenn es sein muss. Der ist hier vor allem eben für die physisch offensiven Monster. Mir ist schon klar, dass der wahrscheinlich nicht alle davon handeln kann. Und vermutlich auch nicht so ordentlich lange, wenn es da gegen sowas wie Toro geht und der irgendwelche Zenhead-Buds spammt und sowas, dann ist mir klar, dass der X-Bad nicht so unbedingt lange drin bleiben will oder überhaupt irgendwie lange drin bleiben könnte. Ja, wenn es aber zum Beispiel in Scarfed Toro ist, dann gehe ich ja danach in die Welt und habe halt irgendwie eine Free-Dunkel-Schwinge oder sowas, Unheilsschwinge. Von dem her, problematisch ist es jetzt nicht so unbedingt. Wir haben hier einen Mon, was mal was abfangen kann. Der ist ja auch zum Defog da. Falls mal Koba, Heatran, whatever, hier ein bisschen was rumlegen will, haben wir eben hier das Auflockern dabei. Ich habe ja, das ist das einzige Problem, was ich mit dem Kader ein bisschen habe. Bisschen die Hazard Control insgesamt. Ich habe drei Hazard Leger. Einmal Spikes und zweimal Rocks. Und ich habe halt. Jetzt nehmen wir mal Yveltal aus. Kann Frostmoth, kann der Defog? Kann Frostmoth Defog? Na, kann er, okay, wir haben noch kein Problem mit der Removal. wir haben halt dann noch hier, wir haben halt Monte Carlo, Frostmoth, Klavion und X-Bad zum Entfernen. Aber wir sind nur drei Leger und davon ist einer Monte Carlo, der so bis nach Hartz IV Feiertag in dem ganzen Ding hier spielt. Der wird sich immer mitkommen, vor allem mit Chimchix ist eine interessante Kombo, weil das ist halt quasi Heat für ein Toro auf Wish. Auf massivstem Wish. Weil, ja. Das da halt schon mit Tier 1 und Tier 2 ist halt ein Tier, zwei Tier 5 da stehen. Aber die können eben auch mal irgendwas in die Richtung starten und ja, schauen wir mal, ob es da in der Season mal dazu kommt. Ja, also auf jeden Fall haben wir hier Defog dann auf unserem X-Bad, auf unserem Fistiff X-Bad, der ist, also wegen den ganzen Speed-Sachen übrigens. Yveltal sollte schneller sein als Kabu Toro vom Speed her oder als Nidoking, eins von beiden. Ich glaube, Nidoking müsste sein. Bin ich mir auch gar nicht sicher. Knackrack müsste vermutlich, hat er irgendeinen 100er. Ich sehe keinen 100er, ich sehe gerade nur einen Roter mit einem. Ich glaube, was um die 90 oder sowas. Hat er nicht irgendwie 92, 93, 94, irgendwie sowas im Dreh? Also ich meine, es müsste dann Rotom sein, auf was mein Knackrack da gespeedcreept ist. Deswegen habe ich nicht gespeedcreept, weil er keinen Speed hat.
X-Blatt müsste dann wahrscheinlich Fleetiamo sein, tippe ich mal. Was anderes realistisches sehe ich hier gerade nicht. Könnte ich auch Hafnir sein. Ich war mal eher Fleetiamo. Wenn ich sie richtig. Oh, es könnte ich auch Koba sein. Es müsste ja Koba sein, glaube ich. Weil ich in anderen beiden eh drin bleiben will, aber ich meine anderen Switch-ins, die ich da benutzen will. Deswegen kein deswegen auf Koba. Jo. Dann gehen wir weiter zum nächsten Mon und ja, das ist unser gutes Klavion. Und den haben wir hier dabei auch in der Spezialvariante. Schmarotzer, Donnerwelle, Starter, Lichtschild. Und der ist, wie man sich schon denken kann, der Glue im Team. Der soll hier ein bisschen alles zusammenhalten. Bisschen supporten, ein bisschen Arbeit machen, ein bisschen hier Lichtschilder hochfahren. Sein Kader ist ja, also die gefährlichere Seite in seinem Kader ist eher speziell. Das sind ja so Heatran, Mewtwo, Nidoking, Hafnir, wenn er gespext ist. Und vielleicht noch Fleetiamo. Dafür ist jetzt hier unser Klavion da. Ich konnte natürlich nicht, ich konnte leider nicht beide mitnehmen. Beide Schilde, das hätte ich lieber gemacht, aber ich musste hier einen Tod sterben. Das war im Endeffekt für mich der Reflektor. Weil da sind eine Art Halbmons, die da gefällig werden. Ich weiß nicht, inwiefern Maruda da effektiv. Also, ob jetzt, wenn jetzt Maruda Bandit mitkommt, ist natürlich auch eine Gefahr physisch. Aber inwiefern dann eine Gefahr wird, inwiefern es für ihn persönlich logisch ist, da zu sagen, jo, ich nehme Muda jetzt mit Band mit. Ja, da, das ist für mich eine niedrigere Gefahr, als zu sagen, jo, da steht ein Live auf Mewtwo. Das ist für mich das deutlich wahrscheinlichere Szenario, deswegen habe ich hier ja Seachip mitgenommen. Wir spielen auch den Light Clay dann logischerweise. Wir haben ja Schmarotzer nochmal zum Attacken, weil Clefki sonst keinen gescheiten Angriff hat und wir so auch vielleicht mal Heatwind hitten müssen. Wenn wir mal Heatwind hitten müssen, dann hätte ich lieber Schmarotzer als eine Lichtkanone, to be honest. Donnerwelle eben auch für seine schnelleren Mons, wenn man mal einen Mewtwo mal slowen muss, einen Fleetiamo mal slowen muss, einen Hafnir slowen muss und eben wie vorhin angesprochen mal einen Koba slowen muss, kann das Clefki hier machen. Der tankt auch danach nochmal was. Wir haben hier die Spikes. Das war das einzige Ersatz, was ich mitnehmen konnte, leider. Weil auf Knackack wollte ich keine Rocks spielen und auf Monte Carlo auch nicht. Deswegen ist sie am Ende auf die Rocks rausgelaufen. Auf die Spikes rausgelaufen, eben. Tut mir selber ein bisschen weh, dass ich da keine Rocks mitnehmen kann, weil die muss ich eben nur einmal legen und die treffen auch alles. Hier kann ich bis zu dreimal legen für vollen Schaden und treffen manche Mons halt gar nicht. Also. Jetzt hier im Minaschen Team darf ich drei Mons nicht mit den Spikes. Dafür aber ein paar treffe ich damit. Das sind sowas wie Toro Heatran oder sowas, die ich dann hitten will. Mewtwo natürlich auch. Problem ist natürlich, auch wenn ich mehrere Layer lege, die sind dann sofort weg, wenn da unten Spinner, whatever, rumkommt. Ich habe keinen Ghost-Type. Deswegen. Oh, habe ich einen Ghost? Ne, ich habe keinen Ghost, glaube ich. Ne. Das wäre am Ende das Problem im Draft, dass ich mich zwischen einem Fighting, einem Ghost und einem Normal entscheiden musste. Wo für mich am Ende der Feind das Wichtigere war, weil ich immer auf irgendwelche Bulky Normals à la P2, Relaxo, whatever hatte. Das war gerade ein langer Satz am Stück. Ich weiß nicht, ob es ein Satz war, aber lass mal's. Ja, und dann eben hier Stachler, Lichtschild, alles mit Strolch, dass es alles möglichst früh rauskommt. Das sollte so passen. So, dann kommen wir zum letzten Mal an unserem angesprochenen Scarf und dann sind wir bei unserem Feind-Type, wie gerade auch schon gesagt. Galagladi. Der ja schlicht dazu da ist, mal irgendwas revengen zu können, was revenged werden muss. Mewtwo hat gerade irgendwas gekillt. Und die Welthalle ist zu weit angechippt und es ist zu riskant, jetzt auf den Tiefschlag zu gehen. Wir gehen Galagladi und drücken einen Knockoff. Mauzi ist doch gefallen, als man denkt. Galagladi. Heatran macht gerade ein bisschen Action. Galagladi. Also Galagladi hat auf so ziemlich. Auf fast jedes Mon hier, außer vielleicht Maruta und Rotom, die jetzt eher die passiveren Mons sind. Wie gesagt, bei Maruta weiß ich nicht, wie er es mitnimmt. Auf die meisten Mons hier kann ich mit Galagladi reagieren und sagen, ja, der Weg von diesem Mon endet jetzt hier. Wenn er drin bleibt, ist er tot. Natürlich kann es durch Scarf beim Gegner wieder umgeändert werden, wenn natürlich ein Scarf Nidoking steht, was ich glaube, eine höhere Speedbase hat als Galagladi, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn es ein Graf Nidoking steht und mich dann plötzlich mit Sludgery wegwächst, dann kann ich auch nichts machen. Aber gegen die meisten Mons hier sollte ich mit einem Scarf Galagladi ganz okay gerichtet sein und da auch meine Arbeit machen können. Der ist ja, wie gesagt, einfach schlicht dafür da, Sachen zu revengen,
irgendwelche Gefahren zu beschränken und einfach Gefahr. Der ist einfach schlicht Schadensbegrenzung in dem Kader. Wenn irgendwelche Probleme entstehen, ist der da und macht die Arbeit. So, und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich hoffe, euch gefallen die leicht anderen, das leicht andere Teambuilding-Layout, die leicht anderen Teambuilding-Grafiken, die ich da habe. Gerne mal Rückmeldungen, Kommentare oder sowas. Ich hoffe, ihr freut euch auf den ersten Spieltag. Ich nehme dann wahrscheinlich so in den nächsten 2-3 Tagen die Kader-Vorstellung auf. Also, jetzt mal, um es mal zeitlich im Kopf, so im Kopf zu haben. Wir haben gerade den 25.01., also ich gerade, um 2 vor 12 abends. Hey. Kadervorstellung kommt glaube ich, am 30. Bis da muss ich die also noch fertig haben. Also am Sonntag. Sonntag. Am Sonntag. So, halt bis da muss ich die fertig haben. Aber mein Teambuilding mache ich heute schon, weil ich morgen Abend keine Zeit habe und am Donnerstagabend wollen wir unseren Kampf haben. Also zumindest ist aktuell jetzt da geplant. Deswegen wollte ich hier halt Abend schon machen, wollte ich das Teaming halt Abend schon machen, weil ich mir allgemein vorgenommen habe, mal wieder ein bisschen mehr Zeit in diesen Kanal reinzustecken, weil ich immer gemeint habe, jo, irgendwann merkt man dir doch selbst an, dass du eigentlich keinen Bock drauf hast. Also, es war oft so, dass ich immer die Motivation verloren habe in den Ligen, so von wegen, ach fuck, der Kampf kommt ja übermorgen, soll ich jetzt ein Teaming machen? Oh nee, lass mal. Ja, ich habe jetzt mal wieder Bock nach meiner etwas längeren Pause. Ich glaube, 2,5, 3 Monate oder so waren es jetzt seit dem UET. Ja, ich bin jetzt relativ erfrischt zurück, würde ich sagen. Ich habe Bock. Habe erstmal wieder ein bisschen an Grafiken und sowas gebastelt. Wie gesagt, lasst einen Kommentar da, wie es euch gefällt. Ich habe gerade viel zu viel mal heißen Brei rum. Ich glaube immer noch so undeutlich wie früher. Da hat sich nichts geändert. Hey. Also, ja. Ich wünsche euch einen guten. Bis dann und bis morgen dann zum Kampf. Also, das Ding kommt in 1,5 Wochen einfach, das Video. Krass. Ja, also ihr seht dann den Kampf morgen, glaube ich, zumindest. Ja, und viel Spaß und schaut euch auch die anderen Kämpfe in der Liga natürlich an. Schaut auch bei Fuchs, wenn er ein Teambuilding macht. Schaut auch bei Fuchs, wer den Kampf hochlädt. Schaut bei allen in der Liga rein, die sind wahrscheinlich auch wieder unten verlinkt. Ich habe aktuell noch keinen Plan, weil es eben noch 1,5 Wochen hin ist. Ich tippe mal, dass die verlinkt sein werden, weil es eine YouTube-Liga ist und wir sind nicht wie Johnny in der NPBL. Hey! Also, wünsche einen guten und bin raus. Euer Rodrigo und ja, tschö.